Herzlich willkommen bei Klagemauer TV Lützeburg. Das Sujet von heute, die russische Duma stimmt ein Gesetz für die Bestätigung der Familie an die Glewischleute zu schützen. Weil alle Regierungen von den europäischen Ländern gegen die Wille vom Volk, dem Druck von der homosexuellen Lobby nachgehen und ihnen so gut Recht auf keine Adoption geht, hält Russland doch ganz deutlich ein anderer Weg. Den 1. Juli 2013 ist in Russland ein neues Gesetz in Kraft getreten, was die traditionelle Form von Bestätigung auch von der Familie schützt. Ein klar all Sorte von Propaganda verbietet, die dem entgegenwirkt. Meldungen an der Presse, auf Internet, Informationsmaterial und so weiter, die für die Homosexualität Reklam machen und die auf dem Weg das Sorte von Beziehungen bei den Menschen erwäschen sollen, sind verboten. Das Gesetz für Kinder und Jugendliche zu schützen, geht ganz besonders streng gegen Massenmedien angewendet. Schon nimmer, wenn der Sinn und der Wert von den traditionellen Beziehungen verdreht oder verzögert, ist das ein strafbarer Tod. Er kann bis 100.000 Rubel, das sind ungefähr 2.500 Euro Geldstrafkosten. Ausländer, die gegen das Gesetz verstoßen, müssen mit einer direkten Verhaftung an einer Ausweisung aus dem Land rechnen. Wenn aber weiß, was hinter den Kulissen die wirklich Absichten sind von den Lobbyisten, die so vehement die Ablösung von der Familie und die Durchsetzung von der Homosexualität weitertreiben, die versteht auch, dass Russland nicht an Homophobie leidet. Mit Russland vor dem Schutz vom Gericht gegen das Entwicklung und das bewiesen, dass die meisten Homosexuellen selber auch nicht damit einverstanden sind. An demselben Gesetz geht auch der Schutz für glewische Leute und Gotteslästerung neu geregelt. Wenn gegen Gott lästert oder Menschen, wenn sie ihrem Glauben beleidigt oder verfolgt, zum Beispiel es schlecht möchte, wenn sie ihrem Glauben, muss man bis zu 200.000 Rubel, das sind ungefähr 7.500 Euro Geldstrafe rechnen oder bis 3 Jahre Prison mit Sursi. Heimat trifft russische Stumme genau den Willen vom Volk. Das hat ein Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut bewiesen. 88% von der Bevölkerung sind für das Gesetz, und nur 7% sind dagegen. Auch dir könnt dazu beitragen, dass so Informationen nicht verstoppt bleiben, mehr in das Volk kommen, indem es dir als Internetseite weiterreicht. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Eddie.